Herzlich willkommen, Entrepreneure, Ludwig Link. Wir sind heute beim fünften Kriterium, wenn es um die Frage geht, wann weiß ich, dass mein unternehmerisches Konzept live ist. Und das fünfte Kriterium, das lautet: Finanzierungsaufwand minimieren. Ja, das sei, dass man hier möglichst wenig Kapital, je geringer, umso besser, erspart eine Reihe von Gängen auf die Banken. Wenn wir dann wirklich mehr brauchen, wenn das Konzept einfach mehr braucht, dann schauen wir, dass wir zunächst mal einen Prototyp, also ein Proof of Concept machen, mit geringer, und dann tun wir es nachher leichter, weil wir sagen können, wie es geht. Also, Minimierung von der Finanzierung, möglichst wenig einsetzen und das sogar, also wir haben es jetzt zu einem Kriterium gemacht, je weniger ich einsetze, umso besser ist dann das Konzept. Gefahr gibt es natürlich auch dadurch durch ängstliche Kapitalgeber, die eben nervös werden und vorzeitig eben das Geld zurückhaben wollen. Das hätte eine Zeit lang gedauert, dann wären wir auf fest dann abgehoben mit dem Geschäftsidee, aber weil da Banker oder immer jemand nervös wurde, ist das eben Bach runtergegangen. Schade. Also, was kann man machen? Dienstleister nutzen. Es gibt ja so viele spezialisierte Firmen, Dienstleister, Logistiker, dann die EDV, die Buchhaltung auslagern, professionelle Arbeiten, dass wir die möglichst in der Anfangsphase raus haben und uns auf die Kernaktivitäten kümmern und dadurch auch den Finanzierungsaufwand gering halten. Soweit das fünfte Kriterium, Finanzierungsaufwand minimieren. Das war's für heute, Ihr Ludwig Link. Mehr Infos auf www.cafedertrüffelschweine.ch.